Wird wahrscheinlich mehr als eins sein. Sag ich doch. Feuer. Wer ist dran, du? Feuer. Okay, das Spielchen wieder von vorne los. Du gehst da mal hin und klopfst mit zu. Feuer. Ah. Hey, der Magier hat's gebracht. Ja gut. Klopf mal drauf da. Du rennst mal dahin weiter. Du gehst mal einen vor und klopfst drauf da. Auch weg. Ach egal, die setze ich mal kurz so lange aus. Renn mal dahin oder auch nicht. Schlag mal zu, du gehst zwei nach vorne. Feuer. Hau mal zu. Wir haben gesiegt und der Magier macht's mal wieder. Wir haben gesiegt, aber kein Kalut. Aber XP, wahrscheinlich sehr gute XP sogar. Aha. Hier sind wieder Ketten an der Wand. Ein muskelbepackter, kleinwüchsiger Mann säubert gerade eine eiserne Jungfrau vom angetrockneten Blut. Als er euch bemerkt, greift er an, nicht ohne vorher noch einmal einen Alarmruf ausgestoßen zu Gut, wir haben. haben vorher eigentlich den ganzen Raum gesäubert, auch die daneben. Also sollte man eigentlich jetzt annehmen, dass er nicht mehr viel isst, aber ich glaube mal, wir werden hier jetzt viel zu tun haben. So. Habe ich gerade Arcturus selber angegriffen? Ja, ich habe Arcturus angegriffen. Mann, nur mit, da bin ich doof. Halt, falsche Taste. Reicht nicht. Gut. Jetzt steht natürlich Arcturus mitten im Kampfgeschehen. Ein Goblin ist auch dazwischen. Halt. Naja. Bei mir fallen schon die Fliegen von der Wand. Na gut. Ja, ist gerade runtergefallen. Gerade auf dem Schreibtisch. Gut. Mal ein paar Schritte nach hinten gehen und Feuer. So gefällt mir das gerade besser. Wer ist jetzt dran? Du. Drufter. Drufter. Feuer. Drufter. Was war das? Fällt mir gerade gar nicht, was da passiert. Pariert. Feuer. Verwundet. So, die ist verwundet. 9 LE. Das gefällt mir gerade gar nicht, was ich passiert. Nein! War nur bis jetzt bewusstlos. Oh, der bin ich los. Gut, Munition nachfüllen. Steht kaum noch.
Feuer. La 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 la. Gut, erstmal das Kleingezicht wegmachen. Da steht ja immer noch. Also das gibt's doch gar nicht. So. Kampf. Vielleicht bringt's ja was. Das ging daneben, das gefällt mir gerade gar nicht. Kampf. Feuer. Bringt alles nichts. So, die bin ich los. So. Halt. Das. Ein Schaden. So, wir gehen mal zur Seite. Gehen mal noch einer vor. Und wir gehen mal mehr dahin. Weil ich möchte mit den Feindkämpfern näher ran. Damit ich besser sehen kann. Hm? Verwundet. Wenn ich weitermache, habe ich den gleich eher down. Ein Stück näher ran wahrscheinlich. So, jetzt kann ich ihn besser sehen. Oh, der ist Geschichte. So. Jetzt ziehen wir den mal die Fernkämpfer, den Nahkämpfer nach vorne. Feuer. Feuer. Schwer verwundet. So. Hä? Ein ran und schlag mal zu. Na, geht doch. Wir haben gesiegt. Was gibt's denn da? Eine Peitsche. Ein Gürtel. Ja, der schleppt schon. Den können wir lassen. Jo. Puh, du bist schon ganz schön überladen. Du auch schon. Das ist nicht gut. Jo. Na, du nicht mehr. Das ist schön. Krieg ich dich ein wenig entladen. Geht. Rasten. War ja einfach nur bewusstlos, sollte jetzt eigentlich wieder da sein. Sag ich doch. Und wieder rasten. Ast rein, das passt doch. So kann man das Ganze nochmal machen. Und dann sollten wir auch wieder fit genug sein. Jo, perfekt. Das speichere ich auch gleich wieder und dann geht es auch wieder weiter. So, ach nee, warte mal. Zauber, Magie, Sie, Hellsicht. Odem, 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 keine weitere Gegenstände entdeckt. Der ist magischer Totenkopfgürtel. Oh, das war ja nicht schlecht. Todes. Der ist nicht schlecht, also.
Der lohnt sich schon mal. Minus Todesangst, haben wir schon minus 1. Das ist doch schön. Die Angst vor la. Gut, das heißt, da sind wir, haben wir gar keine Todesangst mehr. Das ist schön. Gut, der Rest ist einfach nur Müll. Und wir sind eigentlich hier drin fertig in der Herberge, ne? Moment, da muss noch irgendwo ein Geheimtür sein. Weil... Geheimtür? Weil da ist nämlich eine Truhe. Weil da eine Truhe ist, muss hier irgendwo eine Geheimtür sein. Ich bin der Meinung, das müsste der Raum hier sein. Aber wir gehen mal nach oben. Will er mich verarschen? Wie komme ich hier aus der... Hallo? Ja. So. Ah. Oh. Bei Fex, mein Björn, war vorher noch nicht da und weist euch eine Öffnung in der Wand hin. Ja. Sehr schön, das ist der zweite geheime Raum. Ein genauer Blick auf die Geheimtür. Wand. Na. Können wir ja tauschen. So. Hier haben wir nichts weiter. Hier steht eine Statue, die einen geköpften Raben darstellt. Offensichtlich eine Verhöhnung. Klar. Als ihr auf die Statue einschlagt, durchzuckt ein greller Blitz den Raum. Einige Minuten später erlangt ihr das Augenlicht wieder. So, an der Westwand. Ach, da. Aha, interessant. Alles hier. Puh. Am Untergeschoss gibt's noch was. Hier war doch irgendwo noch ein Hebel. Der Hebel hat die Tür aufgemacht, so den Hebel da. Hier. Hört ein leises Klicken. Hier. Nein, den kennen wir schon, der macht diese Tür auf. Obwohl, wartet mal. Ah, ich versuch's einfach mal. Jo, eine Ebene tiefer. Da sind noch zwei Räume. Ich habe die Vermutung. Ah, nichts gebracht. Ein. Ah. Na bitte. Einmal kurz tauschen, dann geht das. Na. Bis auf die beiden Zauberer und die Mumien, die hier offensichtlich Wache stehen, ist der Raum leer.
Am Boden ist mit frischem Blut ein Heptagramm gezeichnet, über dem seltsame grünliche Nebelschwaden stehen, aus denen sich langsam halbkonkrete Formen bilden. Wollt ihr... Die Beschwörung unterbrechen. Zauberer, Mumien. 1, 2, 3 Mumien. Wen habe ich jetzt? Geralt. Den habe ich als erstes. Das heißt, geht mal dahin. Ist nicht schön? Ach, ist nur geblendet. Zauberer. Hau mal ein. Du gehst mal dahin. Auch geht nicht. So. So, wir machen mal kurzerhand. Autsch. So wollte ich das doch gar nicht. Egal. La. Geht jetzt doch mal dahin. Holla die Waldfee. Kampf. Leicht verletzt nur. Gefällt mir gar nicht. Reicht nicht. Huhuhuhu. Negativ gefickt. Nur geblendet. Kampf. 17. Das ist schon mal besser. Ach, bitte. Moment mal. Achso, ich bin auf Nahkampf. Ha, das geht ja da nicht. Das erklärt einiges. Na, nur leicht verwundet. Na, ganz besser. So. Leicht verletzt. So, Telemé. Steht auch im Nahkampf. Das. 9. Verwundet. So. Steht kaum noch. Das ist gut. Du gehst ja jetzt mal rein. So, der ist geflohen. Schade eigentlich. Ja. Ich gehe auf den Magier. Halt. Feuer. Na bitte, jetzt treffe ich auch wieder was. So. Ja, langsam machen wir die Statuswerte unten Sorgen. Aber die steht kaum noch. Schwer verwundet ist sie noch. Dafür ist die Geschichte. So, angekratzt. Feuer. Du gehst mal dahin. Und du gehst mal dahin. Auch Geschichte. So. Feuer. Ging daneben, war es nicht so schön. Und... dahin. So, steht kaum noch. Zwei zur Seite und Feuer. Das nicht, war klar. Ach, bitte, geht doch. Na, eins zur Seite.
Feuer. Immer noch nicht getroffen. Hau mal zu. Dann nehmen wir dich. Geh mal rum. Und Feuer. Starr vor Angst. Hat man da gerade wieder mal gelesen. Und weiter geht's. Na komm. Schuss ging daneben. Starr vor Angst. Na super. Steht kaum noch. Na, endlich. Wieder keine Munition. Manometer. Die Dinger hau ich aber gut durch. So, kann ich wieder nicht machen. Und weiter. So. Und ruff. Und ruff. Und ruff. Schieß natürlich daneben. Na bitte. Sehr schön. Wir haben Gesiegte. Und das ist doch gut.